So Leute, ich habe heute was, was vollkommen an mir vorbeiging. Und zwar ein Willkommensbooster, welcher mit dem Core Set 2021 eingeführt wurden. Diese Willkommensbooster, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Die sind, wie gesagt, voll an mir vorbeigegangen. Ich dachte mir, als ich das gesehen habe, das muss ich mir mal angucken, was das ist. Da bin ich jetzt gespannt. Das kann der größte Crap sein, aber das sind wir hier am Channel gewohnt. Okay, was ist das denn? Hier ein paar Karten als Starthilfe. Willkommen in der Welt von Magic. Vollebene. Okay. Was? Werde Teil der Magic Community. Frag in deinem... Oh Gott, hier sind auch noch. Freitagabend für Magic reserviert. Frage in deinem Store nach dem ersten Produkt. Chandras Magmaköter. Cool. Das ist eine Rare. Dämon des Abscheus, 7 Mana, 7, 7, Fliegen, Trampel, wenn der im Spieler Schaden zufügt, muss dieser Spieler eine Kreatur opfern. Command Sphere, wow, was? 3 Mana Artefakt, tappen für einen Mana beliebiger Farbe, man kann es opfern, um eine Karte zu ziehen. Mana beliebiger Farbe in Höhe aus Commanders. Interessant, hier so ein Teferi. Was? Wow. Sind die alle so? Das ist ja übel. 5 Mana, 3 Marken, plus 1, man kriegt einen 3-3 grünen Bestienspielstein, minus 3, man zieht so viele Karten wie die höchste Stärke unter Kreaturen, die man kontrolliert ist, minus 6, man kriegt für jedes Land einen 6-6 Wurm. Oh, wow. Niv-Mizzet, der Parun, 3 rote, 3 blaue, 5-5, kann nicht neutralisiert werden, fliegend und immer wenn ihr eine Karte zieht, kann der im Ziel einen Schaden zufügen. Und immer wenn du mal einen Spontanzauberhexerei spielst, darf man eine Karte ziehen. Unterweltträume, 3 schwarze Mana Verzauberung. Immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, fügt sie ihm einen Schaden zu. Sinnbild der Forschungskraft. Wie viele Commander-Karten? 6 Mana, 3, 2. Alle eure Kreaturen haben Flugfähigkeiten, alle Gegner-Kreaturen verlieren Flugfähigkeit. Aha. Garuks Bluthorn. 5 Mana, 7, 3. Okay. Der dürfte mittlerweile eingelöst sein, es tut mir jetzt schon mal leid, für die Leute, die es jetzt probieren. Aber man kriegt ein Bestientruppdeck. Wow, wow, wow. Du bist ja hübsch. Oha. Die ist richtig hübsch. Wegweisende Fee. Arena, ja, dass wir für Arena reinpacken, war klar. Ist aber nicht schlecht. Ich finde das, gut. Ja, also... Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt verschieden sind, ob die gleich sind. Wenn es so ein Einsteigerprodukt ist, wäre es natürlich nice, wenn sie alle gleich wären. Aber dann wären ja überall Garuks, Niv-Mizzet und dieser Dämon drin. Das wäre ja schon irgendwie ein bisschen übertrieben. Naja, wenn ihr Erfahrungen damit habt, die sind ja jetzt schon ein bisschen länger draußen, so ich glaube fast ein halbes Jahr. Und ja, wenn ihr Erfahrungen damit habt, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Ich habe... absolut keine Ahnung gehabt, dass dieses Produkt existiert. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.